Okay, damit sind wir wieder in der Hardcore-Welt und für heute habe ich extra ein paar Sachen geholt, damit wir theoretisch hier einen Superschmelzer zusammenbauen können. Und dann ist mir eingefallen, ich brauche gar keinen Superschmelzer. Weil, wenn wir jetzt hier sehen, okay, das bringt nichts. Lass mich mal ganz kurz demonstrieren. Ja, ist ja gut. Ich will doch nur mal eben den Schwamm demonstrieren. So, das ist natürlich jetzt hier fast alles wieder hingekommen. Aber, um ehrlich zu sein, wir brauchen eigentlich den Superschmelzer nur bedingt. Ich meine, es ist ein bisschen sicherer. Wir machen jetzt einen Pro-Gamer-Move. Also, der Superschmelzer ist eine Alternative. Ich meine, wir sind hier ziemlich offen. Wir können leicht angegriffen werden. Aber theoretisch können wir auch einfach in den Nether gehen und einfach alles da sofort Luft trocknen. So ein Detail, wo ich tatsächlich wieder verdrängt hatte, dass es geht. Aber ich bin froh, dass es geht. Einfach, weil es, finde ich, so eine kleine Sache ist, die mal wieder zeigt. Das sind so Kleinigkeiten, wo man merkt, die Entwickler haben mitgedacht. Und sowas mag ich mal total gerne. Wir bauen aber den Superschmelzer trotzdem schon mal auf. So, und hier. Ich habe jetzt natürlich keine weiteren Türen geholt. Ich hoffe, das haut so hin, wie ich mir das vorstelle. Auf welcher Seite war jetzt der Eingang? Hier. Okay, hier ist eine Tür. Das ist gut, weil den Raum behalten wir erstmal so, wie er jetzt ist. Wir können unter Umständen noch ein bisschen was platzieren, dass die Beacon noch eine bisschen größere Reichweite bekommt. Wenn man sich den Streamtitel so anguckt, bereue ich gerade, dass ich nicht noch schnell eine Mod zusammenzimmert habe. Weil ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt kein Geräusch, das man dafür ändern könnte. Aber das halt jedes Mal, wenn man einen Schwamm platziert, einfach. Suck. Aber der Teil ist noch angenehm. Ich glaube, den Rest trocken zu legen wird ein bisschen weniger schön. Ach, und da geht die Sonne schon auf. Wie schön. So. Das arbeitet schon mal weiter. Das nehmen wir mit. Beziehungsweise wir machen ein bisschen das Inventar frei. Dann kann das nämlich hier bleiben. Und wir machen prompt weiter mit dem Sand platzieren. Wenn hier der Eingang ist, macht es wahrscheinlich auch am ehesten. Warte, nee, hier ist der Eingang, auf der Seite. Da macht es auch am ehesten Sinn, glaube ich, hier die ersten Linien zu ziehen. So viel roter Sand. Ich glaube, niemand sonst benutzt roten Sand für so einen Zweck hier. Und dann können wir nämlich hier das erste Raster praktisch durchziehen mit. Aber erstmal möchte ich jetzt wissen, ist der Supersmelter durchgelaufen? Weil wir müssen jetzt hier ein bisschen zweigleisig fahren, würde ich sagen. Genau, der ist durch. Das heißt, wir machen mal gerade hier auf der Seite weiter. So, und hier habt ihr euch natürlich schön verschanzt, aber das ist okay. Wir machen jetzt. So, pass auf. Das hat er schon. Das ist ein. So. So und so. So, also das hier bekäme jetzt zum Beispiel schon weg. Theoretisch. Also ich glaube, mit der aktuellen Korridorstruktur hier können wir nicht weiterarbeiten. Ich meine, was ich halt auf jeden Fall haben will, ist praktisch, wenn man praktisch hier das Portal hätte, man käme hier raus. Käme zu einer
zu einem Loot-Ding, wo man halt die ganzen Prismarienblöcke und so sich rausnehmen könnte immer und hätte halt darüber so ein riesen Becken. ETF. Wo zum Fick ist hier gerade ein Creeper gestorben? Hä? Das sollte nicht möglich sein. Der ist doch ertrunken, oder nicht? Aber wo? Ich meine, selbst wenn er hier oben gespawnt oder ins Wasser gegangen ist, so ein Creeper hört ja nicht auf. Also, die gehören ja nicht auf zu schwimmen einfach. Also normalerweise lassen die sich nicht einfach ertrinken. Ich meine, für Selbstmordattentäter sind sie nicht so suizidal, okay? Ich bin gerade ein bisschen. I'm afraid. Mal gerade gucken. Wir haben, glaube ich, noch zwei oder eine Schulkerbox voll mit Sand. Wir haben noch die und wir haben noch die hier. Ich will nicht unbedingt mehr Sand hier hinbringen, weil wir haben unsere Schulkerboxen damit effektiv ja schon ausgereizt. Ich will eigentlich immer wieder den gleichen Sand verwenden, also dass praktisch ich dann die Teile trockenlege, die Wände wieder wegmache und das dann schrittweise immer weiter. Ich weiß nicht, ob das so aufgehen wird, aber wir können ja auch dann hier diese mittlere Wand, die ja schon zwei wert ist, immer weiter mitnehmen. Ich glaube, es funktioniert so an sich grundsätzlich schon. Aber dass eben die Sandmenge, die wir hier haben, auch alles ist, was wir hier hinholen. Das müssen wir auch alles wieder wegtransportieren irgendwann. So, und damit haben wir einfach den gesamten Sand verteilt. Glaube, 10 Schulkerboxen oder was es waren. Und wir haben nicht mal ansatzweise das komplette Ding. Aber müssen wir auch gar nicht. Es reicht ja völlig, wenn wir immer schrittweise machen. Müssen immer nur ein 5x5 Feld praktisch abtrennen können. Theoretisch. So, das ist im Moment alles, was wir damit reißen können. Aber wir können uns mal angucken, wie es aussieht. Und dann würde ich sagen, damit wir ein bisschen einen Tapetenwechsel haben, erkunden wir mal diese Unterwasserschlucht da drüben. Dazu brauchen wir aber, weil wir eben unter Wasser keine Fackeln setzen können, auf jeden Fall einmal Laternen. Also ich denke, ich werde das hier wahrscheinlich verschließen. Oder zumindest größtenteils. Vielleicht hier irgendwo einen Eingang lassen. Aber ich kann es halt nicht mit. Also, das Problem ist, ohne Wasser ist es halt eigentlich komplett nicht zu navigieren, ohne dass ich es komplett umbaue. Und ich muss das Wasser rausmachen. Also. Ach, das wird noch lustig. Da muss ich ja auch unten die Höhle trockenlegen. Jetzt bin ich aber erst recht froh, dass ich Laternen genommen habe, weil die wenigstens wasserfest sind. So, anyway. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Ich glaube, wir haben doch ein bisschen was geschafft. Ich meine, jetzt ist das Monument von innen trocken. Wir haben hier angefangen. Aber man sieht halt auch, wir haben uns hier eine Aufgabe gesetzt. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube aber, das wird glatt noch nerviger, das da unten alles trocken zu legen. Worum wir wahrscheinlich nicht drum kommen, damit die Farm funktioniert. Ich meine, wir können theoretisch auch da oben irgendwo eine Plattform bauen. Aber auf sowas greife ich eigentlich total ungern zurück. Okay, hier haut der Schwamm natürlich jetzt richtig rein. Ja, fast geschafft. So, und für den Sand können wir es uns jetzt ganz einfach machen. Aber das meiste davon dürfte, glaube ich, nicht mal als abgebaut zählen in der Statistik.
Bin echt gespannt, weil dieses, das hier wird ein Ödland, glaube ich, wenn es fertig ist. Ich glaube, da werden wir einiges nachbessern müssen. Also man sieht schon mal ein Stück von dem, was kommt. Wenn alles gut geht, haben wir jetzt eigentlich eine perfekte Arbeitsteilung. Praktisch während die Schwämme trocknen, können wir den Sand in Ruhe wieder verteilen, den wir wieder bekommen haben. Und sobald wir damit fertig sind, kann man wieder mit den Schwämmen neue Gebiete trockenlegen. Ach, da ist der Händler. Und das Lama ist unten gespawnt. Das hätte den Fall nämlich niemals überlebt. Blaues Eis. Hätte was. Ja, jetzt. Jetzt willst du mir roten Sand verkaufen. Jetzt, wo ich das Zeug in unbegrenzten Mengen erzeugen kann. Also das mit Angebot und Nachfrage hast du noch nicht verstanden, oder? Ich habe das Sandmonopol. Ich finde, Minecraft ist auch ein Spiel für Perfektionisten, was da manche schon in 1000 Stunden aber. Ja, kommt drauf an, finde ich. Also, klar, man kann immer noch so Sachen verbessern, aber ich mag es auch sehr gerne, wenn Bauten nicht von vornherein perfekt sind, sondern sich mit der Zeit einfach entwickelt. Und gerade die erste Behausung, die man sich baut, keine Ahnung, du hast dich vielleicht am Anfang erstmal nur in den Berg gebaut und später hast du da aus dem Berg was komplett anderes gemacht. Einfach so weit, dass man entweder vielleicht gar nicht erkennt, dass es mal ein Berg war. Oder einfach man richtig sieht, dass der Berg inzwischen bewohnt ist. Zum Beispiel. Also man darf sich da, finde ich, nicht zu sehr drauf versteifen, dass man es direkt perfekt bauen will. Es ist halt von der Planung, finde ich es immer ein bisschen nervig, wenn ich bestimmte Sachen schon platztechnisch, gerade Redstone-Sachen platztechnisch schon mal einplanen möchte, aber halt nicht genau weiß, wie viel Platz sie brauchen werden. Aber ansonsten ist es völlig okay. Also Minecraft ist, finde ich, ein Spiel über den Weg, nicht um das Ziel. Also deshalb, ich meine, wenn ich jetzt wirklich riesige Sachen bauen wollte und es richtig einfach haben wollte, könnte ich Creative spielen. Aber ich finde, der Weg ist wichtig. Und klar kann ich dann im Creative-Modus mir überall die Beacons als Lampen verwenden, weil sie mich einfach nichts kosten. Aber das hat dann auch nichts dahinter. Also es sieht schön aus, aber das war es auch. Ich meine, was es ja inzwischen gibt. Es gibt inzwischen ein Minecraft-Bausystem. Das 5x5 Bausystem, was einige auch halt von den erfahrenen Leuten benutzen oder zumindest als Richtlinie benutzen, aber halt auch gerade für Anfänger sehr praktisch ist. Und ich habe es tatsächlich inzwischen auch ein Stück weit übernommen, weil es einfach sehr gut dabei hilft, so Bauten grob zu planen. Und die Details kann man immer noch später machen, wenn der Hauptteil steht. Ich meine, es gibt auch nicht ohne Grund, ich meine, das ist jetzt nicht auf Minecraft direkt bezogen, es gibt nicht ohne Grund die 80-20-Regel. So, die ersten 80% kriegst du in 20% der Zeit geschafft und die letzten 20% brauchen 80% der Zeit, weil das die Details sind, damit es schön aussieht. So, jetzt müsste, ja, genau, hier müsste jetzt doppelte Wand sein. Das heißt, das können wir auch schon mal abtragen. Ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht, ob ich mich als Perfektionist sehen würde. Ich meine, klar, ich denke mir halt auch, wenn ich irgendwas mache und es ist mir wichtig. Also ich zum Beispiel, ich meine, ich arbeite ja als Erzieher. Ich bastel nicht gerne eigentlich. Also ich sage zumindest immer, ich bastel nicht gerne. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Wenn ich wirklich was machen möchte in der Richtung, dann habe ich da auch Spaß dran. Nur dann will ich es halt auch richtig gemacht haben. Also da bin ich eigentlich schon eher zu ambitioniert für mein Arbeitsfeld. Wobei ich tatsächlich nur noch bei Hardcore-Welten, ich meine, ich habe eine private, die habe ich auch immer noch.
halt noch wirklich eine Verbindung zu der Welt spüre, weil sie dadurch halt nicht so austauschbar ist. Man hat es praktisch auf einem Leben so weit geschafft, das wirft man nicht mal eben einfach so weg. Und was noch dazu kommt, deswegen spiele ich halt Minecraft auch echt nicht mehr wirklich privat, sage ich mal. Gerade in so einer Welt würde ich halt nicht wollen, dass ich die Sachen baue und dann hat sie nie jemand gesehen. Ich meine, klar, man kann irgendwo Screenshots posten, aber das ist, finde ich, auch nicht das Wahre. Deswegen habe ich dann, ist meine andere Hardcore-Welt auch so ziemlich eingeschlafen, obwohl ich da durchaus Pläne hatte. Und deshalb habe ich mich ja dann entschieden, wenn, dann im Stream. Und ich meine, nächste Woche wird die Welt hier ein Jahr alt. Wobei natürlich auch ein Jahr immer ein bisschen so eine Sache ist. Ich frage es halt auch, was zählt man, ne? Ich meine, Phil hatte seine 5-Jahre-Welt. Ich weiß nicht, wie viel er, bevor er Vollzeit-Streamer wurde, da in der Woche gestreamt hat. Aber wenn man sich zum Beispiel im Vergleich dann anguckt, jemand wie Looney, der jetzt mit seiner Welt ein Jahr gemacht hat, aber auch schon bei Tag 5000 ist, weil der 6 Tage die Woche gestreamt hat, wenn er nicht gerade die Videos geschnitten hat zu der Welt. Und ich bin jetzt hier bei Tag 750. Also ich muss sagen, das nimmt langsam Gestalt an. Ich bin beeindruckt. Wir haben noch gar nicht so viel im Großen und Ganzen geschafft. Aber wenn man dann hier drin steht, merkt man, dass es doch gar nicht so wenig ist. Aber ich, wie gesagt, ich bin noch sehr gespannt, wie wir die Landschaft hier terraformieren müssen. Vor allem, weil ich Terraforming eigentlich überhaupt nicht kann. Beziehungsweise, ich krieg's nicht gut hin, dass die Landschaft dann auch natürlich aussieht. Also im Großen und Ganzen wirkt es halt winzig, aber wenn wir drin stehen, merkt man, dass es doch schon eine ganz schöne Fläche ist, die wir hier am Ende haben werden. Wir sind zurück in der Minecraft-Hardcore-Welt. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, nämlich ein Montag, aber nicht irgendein Montag, sondern heute vor einem Jahr haben wir die Welt begonnen. Und da wir aber montags nicht so viel Zeit zum Streamen haben, habe ich mir gedacht, statt dass wir hier weitermachen, raiden wir mal die ganzen Ozeanmonumente, die wir noch gefunden haben vorher. Und bessern damit unseren Vorrat an Schwämmen und solchen Sachen halt ein bisschen auf. Das erste Monument ist in der Richtung. Ich habe extra ein paar Sachen vorbereitet, dass wir einen Beacon da aufbauen können. Die Conduit müssten wir mitnehmen. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Einmal Resistenz. Einmal Stärke. Einmal Haste. Und einmal Speed Regeneration. So. Atmung ist gesichert. Schauen wir uns um. So, jetzt müssen wir noch irgendwo nach oben in die Mitte. Da, hallo. Das ging schnell. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir hier nicht zuerst waren, als wir uns ein Monument ausgesucht haben, weil holy shit, war das lame. Also, wenn ich schon einen Rohstoff mache, den ich nur an einem Ort finden kann, würde ich ja schon wenigstens sagen, ich meine, es geht 0 bis 4. 0 bis 4 Schwammräume können ein Monument erscheinen. Also ich würde eigentlich schon wenigstens sagen 1 bis 4. Ich meine, gut, ja, die Elder Guardians haben halt einen Schwamm jeweils, den sie droppen. Und den droppen sie immer. Aber das ist dann doch schon ein bisschen mau. Also entweder einen Schwammraum garantieren oder die Elder Guardians ein bisschen mehr droppen lassen als das. Wobei ich tatsächlich eher bei der Methode Schwammraum garantieren wäre, weil dann muss man wenigstens auch alle 3 Guardians besiegen, damit man ihn abbauen kann. So, dann kehren wir einmal zu unserem eigentlichen Projekt zurück. Schlafen da.
dann fliegen wir weiter. Wir müssen in ein Gebiet, wo eine andere Karte es kartiert hat. Aber die Karte habe ich halt auch mit. Wann bist du? Ja, das sieht schon sehr nach Elder Guardian aus. Ich wusste gar nicht, dass sich die Monumente von innen so unterscheiden können. Okay, Schwammraum, Bingo. Einen haben wir hier auf jeden Fall. Das kann doch eigentlich nicht sein. Also man würde ja meinen, dass wenn die Spanne von 0 bis 4 Räumen reicht, die allermeisten von den Monumenten zumindest einen Raum hätten. Bis jetzt hatten wir, glaube ich, bei 4 Monumenten einmal 4, nämlich beim ersten, und einmal 2. Das war das zweite, was wir geradet hatten. Also was beim ersten meinte ich natürlich das, an dem wir gerade fleißig bauen. Aber deshalb, ich meine, da sieht man auch mal, warum ich so gut auf die Schwämme, die wir schon haben, aufpasse, weil ich will keinen einzigen einfach nur durch Dummheit verlieren. Aber man würde halt meinen, wenn man 4 von diesen Dingern raidet, hätte man auch wirklich genug für alle Zwecke. Wenn man sie nicht gerade als Baublock verwendet. So, dann einmal die Karten wieder an ihren Platz bringen. Sieht man sogar schon was? Tatsache. Das ist einfach so nice. Okay, 3 Stacks und 3, das passt doch. Alles klar, dann machen wir auch hier Schluss für heute. Wie gesagt, heute kürzer, weil Montag. Morgen dann kein Siedler-Stream wahrscheinlich. Und ich guck mal. Dann können wir am Samstag ja eigentlich komplett durchstarten mit den ganzen Schwämmen, die wir jetzt haben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Alles klar, wir sind zurück in der Minecraft-Hardcore-Welt. Nur ist das letzte Mal jetzt fast genau einen Monat her. Denn so ziemlich am Tag nach unserem ersten Minecraft-Hardcore-Geburtstag kam der Regen. Und dann kam die Flut in der Nacht darauf. Und dann dauerte es erst mal ein bisschen, bis hier wieder alles normal war. Zum Glück ist bei mir selbst aber soweit wieder alles normal. Das heißt, damit können wir jetzt wieder weitermachen. In der Zwischenzeit sind wir aber auch ein paar neue Ideen gekommen. Und das bedeutet, dass wir jetzt. Es hat nicht mal unbedingt was damit zu tun, dass ich im Moment kein Wasser mehr sehen kann. Es hat mehr was damit zu tun, dass mir andere Ideen gekommen sind. Und die setzten voraus, dass wir eine Raid-Farm bauen. Und ich habe zufälligerweise auch eine gefunden, die wir hinkriegen dürften. Das heißt, ich habe schon ein paar Materialien zur Seite gelegt und ich hoffe, dass ich das möglichst ohne ständig nachschauen zu müssen hinkriege. Bei der Gelegenheit können wir dann wahrscheinlich auch die Netherportale nochmal verschieben. Also zumindest das für das Ozeanmonument und halt das, was uns am Ende dann zur Raid Farm führt. Weil die Raid Farm ist sowieso, ich meine, ich hätte nicht unbedingt eine gebaut. Aber sie löst unter anderem erstmal unser Problem mit Schießpulver, zumindest vorübergehend. Ich meine, es ist keine reine Schießpulverfarm, aber die Hexen, die da spawnen, droppen natürlich auch Schießpulver. Wir kriegen Totems, was auch langsam mal Zeit wird, dass wir die kriegen. Und vor allem halt Emeralds. Und nichts anderes wird Emeralds in so einem Ausmaß produzieren, wie wir sie vielleicht in Zukunft brauchen werden. Aber dazu kann ich später noch etwas mehr sagen. 4, das heißt, wir machen einmal 10 mal 9. Dann haben wir genug, um 2 Beacons hier unterzubringen. Wie gesagt, ich brauche Protection und ich brauche Strength. Aber ich brauche jetzt nicht unbedingt irgendwas anderes hier. Ich meine, Regeneration wäre an sich noch nice. Also theoretisch könnte man noch eine dritte Beacon ergänzen. Aber brauche ich nicht unbedingt. Erstmal möchte ich einfach nur, dass das Ding funktioniert. Und wenn nicht gerade richtig alles schief geht, sollte ich sowieso in der Farm auch keinen Schaden nehmen. Es gibt eine Konstellation, wo es passieren kann. Aber auch dafür gibt es extra Maßnahmen. Es wäre halt ziemlich lame, in einer Raid-Farm zu sterben.
Also generell in einer Farm zu sterben ist halt. Das wäre nicht cool. Das heißt, hier füllen wir Wasser rein. So, die Fackeln sind wichtig, weil die verhindern, dass da Ravager spawnen können. Denn wir wollen ja die Spawns auf dieser Plattform. Der Dispenser wäre aber theoretisch auch ein valider Spawn-Block und deswegen müssen wir halt das ein bisschen einschränken, weil sonst könnten sie auch innerhalb der Glaswand spawnen. Deswegen haben wir hier halt den Glasrand und dann erst die Mauer. So, und jetzt in einer Dreierhöhe, weil da, dann filtert es die Ravager raus. Lava. Also wir kommen hier problemlos drunter, uns passiert nichts. Und den wichtigen Raid-Mobs passiert auch nichts. Denn wir brauchen hier eine Chest, da einen Hopper. Hier kommt so ein Ding. Hier so. So, und wir wollen, dass der Schalter hier ist. So, wenn die Plattform geflutet ist, soll das hier zu sein, damit wir nicht versehentlich rauslaufen. So, und das war's auch schon. Mehr Platz haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Glas. Das machen wir aber dann gleich. Es ist ein bisschen unübersichtlich, muss man ganz klar sagen. Aber dann haben wir dann erstmal einen Szenenwechsel. So, liebe Villager, ich müsste euch um eure Kooperation bitten. Ich habe euch ex. Hallo. Hallo, komm mal mit. Ich muss mal eben euer Baby entführen. Keine Sorge, es ist für einen guten Zweck. Ja, genau, erkunde die Welt. Genauer gesagt möchte ich, dass du dieses Boot erkundest. Hallo. So. Entführung geglückt, würde ich behaupten. Ja, hier ist ja auch noch die Frage, welche. Also wir haben ja diese Knotenpunkte gemacht. Frage ist halt, welchen Block nimmt man dafür? Ich meine, da es ein Netermonument auf der anderen Seite wird, macht es ja Sinn, entsprechende Blöcke zu nehmen. Oder irgendwas, was halt deutlich macht, dass es ein Ozeanmonument war, aber keines mehr ist. Vielleicht eine Kombination aus Prismarin und. Und Nether Bricks. Und die Netherfestung kennen wir auch. Bitte funktionieren. Ha! Na also. Damit haben wir noch eine Schnellreise-Location. So, Kind, bitte lauf nicht weg. Und das Kind sieht einfach jetzt schon aus wie eine Oma. Haben wir einen Benjamin Button mitgenommen oder was? Okay, wir ignorieren euch einfach. So, das könnte jetzt eine Weile dauern.
Willkommen zu deiner neuen Existenz im Glashaus. So, und dieser eine Villager mit diesem einen Komposter ist ein Dorf. So. Dann machen wir hier nochmal kurz Dach und Wand und dann sind wir eigentlich mit dem Teil fertig und können es testen. So, wir müssen einfach nur einen Raid Captain töten. Das sind nicht die Droiden, nach denen ich suche. Ich will auch den Scheiß. Ich will keine Armbrust. Was will ich mit einer Armbrust? Ich kann kein Infinity draufpacken. Also möchte ich keine Armbrust. Da. Hallo. So, du stirbst jetzt wahrscheinlich durch Fallschaden, oder? Okay, gut. Das sieht nicht gut aus. Du sollst ja nicht gänzlich in Verhältnissen leben, wo man Ärger kriegt. Genießt die Rente. Ich habe vorhin aber auch nicht den Spawn-Plattform freigemacht, oder? Aber doch, sonst hätte ich ja nicht rausgekonnt. Das wäre jetzt echt ein bisschen lame, wenn es deshalb scheitern würde. Ha, ich höre es. Da, es funktioniert. Und wir haben schon direkt das neue Turm. Mensch, es funktioniert. Ich bin begeistert. Fast ein Stack Emeralds. 5 Totems? Vor allem, die sehen jetzt halt mit Misa ein bisschen weird aus, aber es ist eine Platzhalter-Textur, also da braucht ihr schon mal keine Sorgen zu machen. Wir kriegen Glowstone Dust raus. Banner. Na gut, das meiste von dem Zeug können wir halt eigentlich nicht brauchen, aber. Dann kommt halt noch das ganze Zeug hier dazu. So, wir brauchen den Elytra jetzt nicht, aber. Und wir können auch noch. Okay, hier ist ein Raid Captain. Wir müssen zuerst alle Evoker töten, die hier drin sitzen. Das Tolle ist, ich meine, wenn man es perfekt hinbekäme, bekäme man 120 Raids pro Stunde hin. Weil es gibt eine 30-sekündige Pause, die gezwungenermaßen zwischen Raids sein muss. Also wenn wir mit dem Dunkle, mit dem Omen direkt runterspringen würden, dann würde das verschwendet. Das Einzige, was ich an den nicht stapelbaren Items hier haben möchte, sind Totems. Und von denen braucht man jetzt auch nicht die Unmengen. Das heißt, wir gehen hin, sobald wir die Kiste hier voll haben damit, plus noch eins halt für unsere Hand. Gehen wir hin, machen die Kiste hier kaputt, machen hier Emeralds rein und dann wird nichts anderes mehr aufgesammelt, weil wir dann alles andere hier blockieren können. So, hier ist eigentlich noch so eine Plattform, damit man nicht zu tief fällt, aber ich muss sagen, ich traue Wasser, das 1 Meter tief ist, nicht mit Fallschaden. Und ich traue, eine Wasser, das 1/2 Meter tief ist, auch nicht mit Fallschaden. Und ich kann ja mal kurz erklären, was ich eigentlich damit vorhabe. Der Grund, warum wir so viele Emeralds brauchen, ist ganz einfach. Ich habe mir was, während ich kein Internet hatte, überlegt. Halt, um Patreon und Twitch ein bisschen aufzuwerten. Und zwar, dazu wird es auch noch ein paar neue Patreon-Tiers geben, aber davon mal abgesehen. Da wird dann jeder Twitch-Subscriber, zumindest T1-Twitcher, solange ich es halt im Auge behalten kann und es nicht mega viel wird, weil ich hoffe, dass das einfach nicht mega nervig wird, das alles halt auch im Auge zu behalten, wer jetzt wann einen Sub hat und solche, und wer dann auch halt zuerst subbt oder nicht einfach, und wer nicht einfach nur neu subbt, weil das wird ja auch nochmal einen Unterschied machen, kriegen im Prinzip einen Baum mit ihrem Namen dran.
den sie sich halt aber aussuchen können, wie der aussehen soll. Also ich meine praktisch nur einen Standardbaum, der Stamm wird mit etwas ersetzt und die Krone. Und standardmäßig würde die Krone halt aus Emerald-Blöcken bestehen. Und der Stamm halt aus, halt standardmäßig wäre es Eisen oder Kupfer für T1. Für T2 wäre es Gold. Und für T3 entweder Diamant oder Ancient Debris. Allerdings könnte halt auch jeder sagen, hey, ich möchte einen Baum aus Seelaternen und Prismarinen. Also das würde schon gehen. Halt nur die höherwertigen Materialien sind halt den entsprechenden Stufen vorenthalten. Ein Baum aus Beacons. Also Beacons, Neverite und solche Sachen sind halt aus offensichtlichen Gründen nicht drin. Es wird auch keinen Baum aus Endkristallen geben, bei aller Liebe. So, eine Kiste mit Totems. Das alles gibt uns einfach mal gerade mal 35 Blöcke aus Emerald. So, und jetzt können wir theoretisch halt unbegrenzt Raids farmen. Und wenn wir die Farm abbrechen wollen, müssen wir eigentlich nur hier unten bleiben, statt den Raid oben entgegenzunehmen. Das ist doch mal ziemlich nice, würde ich sagen. Also kann man, finde ich, auch nicht anders sagen. Dass wir jetzt einfach auch hier schon allein an Schießpulver rausgeholt haben. Das hat sich gelohnt. Das heißt, wir können jetzt auch deutlich weniger sparsam mit dem Elytra umgehen. Dann würde ich sagen, das ist, reicht aber auch für heute. Samstag werde ich wahrscheinlich regulär Minecraft streamen. Dann machen wir wieder bei dem Dings weiter. Beziehungsweise vielleicht machen wir dann auch schon die ersten von den Bäumen, die ich angesprochen habe. Aber dazu möchte ich auch nochmal ein separates Video machen, damit alle Bescheid wissen, was Sache ist, was die Regeln sind, etc. Ich hoffe, wir sehen uns dann.